Genau, prügelt euch lieber mit denen. Tilbuen, jau. Jau, Skipan, Samvikt. Skipan. So, mit der Holzverarbeitung gehe ich gleich auf die maximale Stufe. Und dann sollten wir noch ein paar mehr Hersen ausbilden, wenn wir die Nahrung dazu haben. Naja, zwei. Gut, jetzt können wir hier oben in Ruhe einen Hafen errichten. Und hier vielleicht noch fünf Axtwerfer, da Axtwerfer dank... wem? Dank Skadi, genau. Doch recht stark sind. So, hier einen Hafen. Und jetzt müsste ich mich eigentlich erstmal auf die nächstbessere Panzerungsgeschichte konzentrieren. Also erstmal Nahrung beischaffen für Bronzewaffen. So, ich will ein Drachenboot und ein Drachenschiff, bitte. Als Marine, weil man sieht, hier drüben ist ein Tempel. Und den würde ich gerne einreißen. So, mehr Truppen. Noch ein paar mehr Hersen. Und ja, da ist sogar eine Reliquie. Weiterentwicklungen im Tempel kostengünstiger. So, erstmal mit dem weg mit dem Troll, der hier nämlich den Tempel verteidigt. Und ihr bitte in der Nähe der Festung bleiben, dass die ein bisschen mithelfen kann. So, jetzt wird der Tempel eingerissen. Ja, Valkyren sind gut darin, Trolle zu vernichten. So, ich könnte einen Tropuskale gebrauchen. Und mal drei Fischkutter erstmal. Obwohl, da ist ein vierter Fischschwarm, also vier Fischkutter. Damit komme ich dann hauptsächlich an meine Nahrung. Wobei ich den Fischkutter jetzt erst einmal um die Insel rumschwimmen lasse. Jo, da ist nochmal Fisch. Da ist nochmal Fisch. Also ja. Und euch beide kann ich einreißen. Euch brauche ich nicht mehr. Wir könnten übrigens hier landen. Okay, ich baue doch nochmal zwei Drachenboote. So, wie viele Fischdinger habe ich hier noch? Na, mindestens drei. Jo. Also ja, ich werde hier alles mit Fischen voll machen, was ich voll machen kann. Während ich hier mal Waffen und Rüstungen upgrade. Und vielleicht mal hier die Feldarbeit, weil wir bald keine Tiere mehr zum Jagen haben. Und da kommt schon der nächste Angriff. So, schlagen wir mal der, machen wir mal der, die Häuser da platt. Um ihre Bevölkerung ein bisschen zu dezimieren, dann können sie vielleicht nicht ganz so viele Einheiten mehr ausbilden und in den Kampf schicken. So. Ich würde erstmal gerne das hier erforschen, bevor ich was anderes mache. Bessere Ulfsergs, bessere Kavallerie. Und ja. Jagt mal das Wildschwein. Fischkutter. 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 So. Und dann das hier bitte noch einreißen.
Ja, unsere Armee wächst. Das heißt, wir könnten sie demnächst mal weiter vorschicken. Habe ich eigentlich einen Avsec hier zurückgehalten? Ja, habe ich. Dann baut er mir hier mal die maximale Anzahl an Häusern hin. Und da bräuchten wir eigentlich... Ja, komm. Obwohl, das verbessern wir nicht hier. Ich hätte gern hier einen Jarl und hier die Verbesserung für die Jarle. Mehr Gold ist auch nie verkehrt zu kriegen. Das kann ich hier oben erforschen. Das ist richtig praktisch mit den Ochsenkarren, meiner Meinung nach. So, das Wildschwein noch. Und dann müssen wir anfangen, Felder aufzubauen. Obwohl wir auch noch die Wildschweine schlachten könnten. So, ein Ulfjarl. Ist ja schon mal nicht schlecht. Ja, und der Angriff ist wirklich etwas kleiner. Gut. Oder er kommt einfach nur verzögert. So, den Ulfjarl, weil er einigermaßen was aushält. Und weil er eigentlich recht schnell sein sollte. Na komm. Gehen wir mit ihm mal weiter erkunden. Es gibt nämlich noch genug Gebiete. Wie zum Beispiel den Tempel hier. Da könnten wir gerade mal ein Abrisskommando hinschicken. Nö. Ein Abrisskommando aus ein paar Avsacs. Ein paar Huskarl, Entschuldigung. Und hier wäre sogar noch ein Weg zu einer großen Goldmine. Jo. Das Upgrade kann ich immer noch nicht geben. So, hier. Ziehen wir mal unsere Felder hoch. Stellen dich da einfach auf. Und ja. Viel können uns die Gegner nicht entgegensetzen. Und ich glaube, ich mache einfach noch zwei von meinen Jahren. Weil das einfach billiger ist. Schwere Kavallerie. Die können dann nämlich hier die Tempel einreißen. Und das Gebiet zusammen besser erkunden. Okay, ich sollte Fischkutter verbessern, wenn ich schon so viele habe. Und euch kann ich näher hier ran schicken. So. Weg mit dem Tempel. Der göttliche Zauber der Erschütterung ist nun unser. Dank Heimdall. Ja, und Heimdall hat uns Erschütterung gegeben. So, Schilde verbessern. Und jetzt kann ich endlich ihm das Langhaus verbessern. Und wow, Elite-Kavallerie ist teuer. Das kann ich verbessern. Dafür habe ich mehr als genug Ressourcen. Ich sollte mal meine Gebäude auf jeden Fall stabiler machen. So, jetzt können wir hier oben lang gucken. Hier sind schön viele Goldminen. Aber hier sind auch Lokis Vasallen. Eine Reliquie, Panzer des Achilles. Die sollte ich holen gehen. Sobald wir hier den nächsten Angriff überstanden haben. Ich glaube, mal neue Truppen wären nicht schlecht.
Wir können nämlich nicht immer nur mit den Truppen kämpfen, die wir haben. Und erwarten, dass wir die ganze Zeit gewinnen. Wobei das ganz gut klappt. Die verfolgen den Huskarl, den Alfserk. Dass ich die heute immer so durcheinander bringe. Und ja, der Tempel ist unbesetzt. Also schnappen wir uns den einfach mal. Am besten noch zwei von der Sorte. So. Das hier für maximale Nahrungsproduktion. Du kannst ruhig etwas näher hier ran. Du ruhig näher nach da oben. Ja, mit den Truppen sollten wir dann demnächst mal ein Stück weiter vorrücken. Oh. Da kommt etwas mehr auf uns zu. Ihr reitet weg. Ihr drei habt nämlich allein keine Chance gegen so viele Hersen. Auch wenn Hersen wirklich im Vergleich zu euch nicht sonderlich stark sind. Also im direkten Vergleich. Oh ja, das können wir gebrauchen. Wobei, das sollte ich später machen. Das kostet noch 500. Ich will erstmal Elite-Einheiten. So, jetzt kann ich theoretisch mit meiner gesamten Armee hier, die ich hier habe, und die ich weiter ausbilde, etwas vorrücken. Kann die die Aufserks dazu nutzen, das Dorfzentrum zu befestigen, wenn ich genug Gold habe. Übrigens, du, bau mir mal einen Marktplatz. Das ist kein Marktplatz, das ist ein Marktplatz. Hier. Obwohl nicht hier. Bau ihn. Ja, bau ihn genau hier. Das Wegekreuz da ist gut geeignet. Oh. Und da hat der Feind seine Mauern. Das heißt, wir sind an der feindlichen Basis angelangt. Es kann nur eine Einheit gleichzeitig auf einem Feld sammeln. Ja, das ist mir schon klar. Was auch immer das gerade für ein Bug war. Wir haben es jedenfalls geschafft, hier vorzudringen und wir können auch schon mal hier ein bisschen Flurschaden anrichten. Das hier würde ich gerne mal erforschen. So, ihr geht jetzt nach da unten und sammelt da das Gold. Weil wir kriegen gerade sonst kein Gold rein. So, Ochsenkarren. Also Ochsenkarawanen, besser gesagt. Schick erstmal welche in die Richtung. Oh. Und das ist wirklich Altri, der die ganze Zeit so schreit. Und ja, ich könnte Brock und Altri eigentlich dazu verwenden, Ressourcen abzubauen. Habe ich allerdings nicht so den Drang dazu. Und ja, dafür brauche ich auch mehr Gold. Okay. Nahrung kriege ich mehr als genug.
Nur habe ich nicht viel, was nur Nahrung und Holz kosten würde. Außer das Gold sammeln natürlich. So. Nee, nicht den Elite-Axtwerfer. Ich will noch 3 Ochsenkarawane in die Richtung dann haben. Und die beiden sind recht aggressiv, ey. So, das kostet da jetzt Gold. Das würde Nahrung kosten. Also machen wir das auch mal. Und danach können wir Bergfestungsrekruten auch mal ausbilden. Dass wir in der Bergfestung schneller an Einheiten kommen. Und ja. Der Gegner setzt uns immer noch nach. Oder zu, besser gesagt. Wir können aber mit dem Erdbeben noch mehr von seinen Mauern einreißen. So können wir ihn ein bisschen lenken, wenigstens.